Zunächst herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Vortrag. Das Ganze geht also um Block-Patterns, so eine Art Bausteine, die man also auf Webseiten nutzen kann. Wir werden uns dazu einige Sachen angucken, vielleicht noch eine Sache. Unten seht ihr also auch mein Profil bei WordPress und ich bin da also Koordinator im WordPress-Forum. Quatsch, bin natürlich Moderator im WordPress-Forum, einer der Moderatoren und ansonsten noch Co-Organisator vom WordPress-Meetup in Aachen, wo ich jetzt leider gestern nicht dabei sein konnte. Ja, ich werde also klar, also ich habe hier mal so eine kleine Liste, zeige ich hier, wo man sehen kann, was ich also jetzt so vorhabe. Wir werden uns erstmal so ein Beispiel für Anwendungen von Block-Patterns angucken. Dann werden wir mal so einen Block-Pattern erstellen. Der ist ein bisschen aufwendiger. Hatte ich ja auch in der Vorankündigung schon geschrieben. Dann werden wir ein Plugin für Block-Patterns installieren und aktivieren, nämlich Blockmeister. Es gibt noch andere Plugins in dem Zusammenhang, da werde ich schon drauf eingehen. Also ich werde auch die Links dann dazu reinsetzen. Aber ich werde also in erster Linie jetzt hier mit dem Blockmeister die Sache da zeigen. Und dann werde ich auch auf die Vor- und Nachteile von einem Plugin wie zum Beispiel Blockmeister eingehen. Danach werden wir uns dann mal angucken, wie wir da den Code halt, um den es dann da geht, in Code-Snippets, das ist also ein weiteres Plugin, wie wir den da reinbekommen und welche Möglichkeiten man da hätte. Alternativ wäre da die Functions-PHP von einem Child-Theme zum Beispiel, da gehe ich jetzt nicht so drauf ein, nur wollte ich hier an der Stelle mal kurz nennen. Und dann werden wir mal ein eigenes Plugin für Block-Patterns erstellen, was wir dann aktivieren. Das ist auch letztendlich die Sache, die ich in letzter Zeit häufig mache. Also ich nutze sowohl Blockmeister nicht, wie also auch Code-Snippets mittlerweile nicht, sondern mache mir da ein eigenes Plugin. Das ist also auch kein Hexenwerk, muss man sagen. Ja, und dann gehe ich nochmal auf die Vor- und Nachteile von Block-Patterns ein und zum Abschluss natürlich Fragen. Ich werde zwischendurch auch mal irgendwelche Fragen kommen, dann einfach in den Chat reinschreiben. Ich werde aber auch vielleicht, wenn ich dran denke, hier und da mal zwischendurch mal sagen, so jetzt können wir mal so ein paar Fragen beantworten oder ich kann da mal drauf eingehen. An bestimmten Stellen. Da gucken wir uns dann an. So, dann habe ich also hier eine Riesenliste von Links. Die braucht ihr euch jetzt nicht zu merken. Die müsst ihr euch auch nicht abkopieren oder sonst irgendwas, sondern die werde ich nachher, wenn ich dran denke, ich hoffe, das wird aber wohl nicht das große Problem sein, werde ich dann die auch nochmal in den Chat reinspeichern. Und ich denke, wir können auch gleich nochmal vielleicht ganz am Schluss dann darüber reden, wie man den Chat speichern kann, sodass also auch die Links dann gespeichert sind. Ja, das ist im Groben das Programm. Ihr seht, das ist also auch eine Sache, die ja sehr viel live passiert. Da kann natürlich auch das eine oder andere mal schief gehen, aber da lassen wir uns jetzt mal einfach überraschen, ob alles klappt. Und damit fangen wir jetzt mit der Live-Geschichte an. Und zwar gehe ich mal hier zunächst mal auf die verschiedenen Beispiele ein. Und zwar werden wir hier das jetzt also eine Seite, die ich mit 2020 geschrieben, also erstellt habe. Das ist so eine Beispielseite, also jetzt nicht irgendwie eine produktive Seite. Und wir sehen also hier schon so ein Teil, also so ein grafisches Teil. Also ich bin kein Grafiker, muss ich dazu sagen. Also es gibt mit Sicherheit, wenn jetzt ein Grafiker dabei ist, der würde wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen, wie sieht das denn aus? Darum geht es aber nicht. Geht ja in erster Linie um die Technik. Man kann also, ich würde aber so auf der Grundlage danach einen Block-Pattern erstellen. Ich habe jetzt mal hier verschiedene Muster erstellt, wie ihr hier sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, ne? Und die man so machen kann. Das war jetzt hier praktisch so eine Geschichte, wo ich also 2020 benutzt habe. 2020 ist ja ein klassisches Theme. Die neueren Themes, die als Standard-Themes ja mit angeboten werden, sind ja 2022 und jetzt eben relativ neu seit WordPress 6.1, glaube ich,
eben 2023. Und da gucken wir uns die Sache auch mal an. Das hier zum Beispiel ist, glaube ich, mit 2022 gemacht. Also da, ach so, und da dieses Block-Pattern, den wir jetzt hier gleich erstellen werden, der entstand aufgrund von einer Idee von einem Video, YouTube-Video von Jamie Marsland. Also Jamie Marsland, der macht wirklich super Videos, die also unglaublich interessant sind. Hier Jamie Marsland. Und da hatte ich also so ein YouTube-Video gesehen und er hatte im Prinzip diese so eine Sache ähnlich wie diese hier eben dann erstellt. Ihr seht also auch hier wieder diesen Block hier, der ja aus einem Bild und irgendeinem Hintergrund halt besteht. Hier gibt es also auch wieder verschiedene Muster. Man kann also auch hier so eine schräge Linie da reinbringen, wenn man möchte, oder hier ein Bild und daneben einen Text oder und damit abgerundeten Ecken oder hier sowas. Ihr seht, da gibt es also verschiedenste Möglichkeiten. Ja, warum ist so ein Blockpattern interessant? Das will ich mal zeigen anhand eines Beitrags, den ich auf hauran.com häufiger schreibe oder Beiträge, die ich da häufiger schreibe. Hier geht es zum Beispiel um das Plugin WP Optimize und wie man also da die Datenbanken ein bisschen säubern kann. War so ein Beitrag gewesen. Und hier sehen wir also so ein Blockpattern. Da haben wir also hier so einen grauen Hintergrund und hier ist eben dieses Bild. Und wenn ich da draufklicke, dann wird das eben groß gezeigt, sodass ich mir die Sache angucken kann. Das hier ein weiterer, anderer Blockpattern. Und das Schöne ist, ich kann also hier dann eben immer unterschiedliche Bilder oder unterschiedliche Texte verwenden, um also diese Sache anzeigen zu lassen. Das ist also ein Unterschied zum Beispiel. Also seht ihr das hier, ist zum Beispiel auch dieser Blockpattern wieder verwendet worden. Hier ist wieder ein ganz anderer Infokasten als hier oben. Ne? Das sind alles Blockpattern, die man immer wieder verwenden kann mit unterschiedlichen Inhalten. Hans-Gerd, ein kleiner Hinweis, schalte mal dein E-Mail-Programm aus, weil die Nachrichten gehen uns nichts an. Da kommt immer ein Hinweis, dass eine E-Mail eingegangen ist. Es sind vielleicht vertrauliche Sachen. Dass du bloß dein E-Mail-Programm mal beendest, bitte. Ja, mache ich. Moment. Stimmt. Jetzt muss das aber okay sein. Ja, stimmt. Ich sehe es jetzt gerade hier auch. Ja, danke für den Hinweis, Karl. Ne? Habe ich nicht dran gedacht. Ich wollte das noch ausgeschaltet haben, war dann zu spät. Naja, gut. Ja, und hier unten sehen wir also jetzt so eine Sache, zum Beispiel dieser ganze Kasten hier. Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme. Was hältst du davon? Das ist also kein Blockpattern, sondern weil der ja immer gleich bleibt, gibt es dafür die sogenannten wiederkehrenden Blöcke. Das sind also Inhalte, die bleiben bestehen, also weil das ja immer das Gleiche ist hier unten. Die Telefonnummer ändert sich nicht und der Text ändert sich nicht und so weiter. Deswegen kann man den da wunderbar verwenden. Und bei einem wiederkehrenden Block oder Recurring ist das also so, nicht Recurring, ja auf jeden Fall einen wiederkehrenden Block, ist das also so, dass man also praktisch da feste Inhalte drin hat. Ändere ich dir bei dem Block irgendwas, dann wird das auf allen Beiträgen oder in allen Beiträgen und Seiten dann entsprechend geändert. Aber darüber sprechen wir an sich heute nicht, sondern eben über Blockpatterns. Gut, das wäre es eigentlich bis dahin. Also sind jetzt hier so ein paar Beispiele. Wie gesagt, wir werden uns jetzt mal so einen Block hier in der Art etwa entwickeln. Das machen wir hier auf einer Seite. Ich zeige die auch vielleicht mal. Oh, ich kann es ja, glaube ich, sehen. Da. Das ist also hier diese Webseite, die ich mit 2023 im Übrigen geschrieben habe. Und da wird also, dann werden wir also auf der Webseite, werden wir dann einen Beitrag machen, den man dann hier so sehen kann. Und dann kann man sich das Ganze dann halt auch nochmal ansehen. Gut, gehen wir jetzt mal eben ins Dashboard. Die Anmeldung ist also hier schon erfolgt, wie wir sehen können. Und jetzt machen wir da erstmal einen neuen Beitrag. Erstelle ich also neu. Blockpattern für Dresden oder sowas. Also das ist ja jetzt hier der Titel. Und dann machen wir noch eine Überschrift. Wir haben ja eben was über SEO gehört. Also wenn wir jetzt hier einen Beitrag schreiben über Blockpatterns, dann sollte das natürlich tatsächlich auch hier in der H2 dann stehen.
Also ich mache jetzt hier mal eine H2 da draus. Da, die ist aber automatisch auch so. Und gut ist natürlich immer, wenn man hier die Liste angezeigt bekommt. Ach so, vorher vielleicht noch eine Sache. Ich speichere mal den Entwurf hier. Wir gehen mal in die Plugin-Liste. Hier sind relativ viele Plugins zwar installiert, aber nicht aktiviert. Und wir haben also hier schon den Gutenberg. Den habe ich jetzt hier installiert, aber damit ich euch nicht verwirre, Gutenberg ist ja ein Plugin. Also es ist nicht der Editor. Ne? Wir reden also, der Site-Editor ist der Blog-Editor ist eben der Editor, der Standard-Editor von WordPress, während Gutenberg eben ein Plugin ist, was also experimentelle Dinge enthält. Kann man also auch sehen, wenn man das installiert hat, hier über Experimente und könnte dann also hier bestimmte Sachen halt einschalten oder wieder ausschalten, wie auch immer. Wenn man also gucken möchte, wie sieht das denn jetzt schon in der nächsten Version aus, also sprich in der Version 6.2, also WordPress 6.2, dann könnte man da eben Gutenberg installieren. So, das will ich aber jetzt in dem Fall nicht. Deswegen schalte ich jetzt erstmal hier Gutenberg aus, eben deaktivieren. Und dann gehen wir wieder auf unseren Beitrag. Gucken uns das an. Der müsste ja jetzt schon als Entwurf bestehen. Da ist er. Und gehen jetzt da rein. Weil nämlich sich auch teilweise, ich sage das deswegen oder habe deswegen die Sache auch ausgeschaltet, weil sich teilweise auch die Bedienung im Blog-Editor dadurch natürlich ein bisschen ändert, wenn man den Gutenberg installiert hat. So, jetzt haben wir also hier unsere Liste, die sollte man sowieso immer eingeschaltet haben, soweit sie nicht stört. Und wir gehen jetzt hier hin und werden jetzt also einen entsprechenden Blog installieren, der so ähnlich erstellen, der so ähnlich aussieht, wie ich das eben gezeigt habe. Dazu brauchen wir zunächst mal einen Gruppenblock, kann man also hier auch ganz einfach machen, indem man / und gr eingibt. Und dann habe ich hier meinen Gruppenblock. Innerhalb des Gruppenblocks mache ich nochmal einen Gruppenblock. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen was wegschieben. So, nochmal einen Gruppenblock. Und jetzt innerhalb dieses Gruppenblocks mache ich jetzt also hier erstmal ein Image. Also Bild zum Beispiel. So. Ich nehme das aus der Mediathek, habe hier schon ein paar Bilder drin, die wähle ich jetzt hier aus und da ist er. So, jetzt hat sich da jetzt natürlich noch nicht viel getan. Jetzt müssen wir hier mal gucken, da sind die Eigenschaften, da sind sie. Und dann gehen wir mal hier auf diese Gruppe, da haben wir sie. Und da wollen wir jetzt mal, und zwar die Sache, dass wir das zweifarbig bekommen, können wir in dem Fall machen über den Hintergrund, und zwar Gradient. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig. Also ich finde diese Bearbeitung bei dem Duoton, das ist diese Sache hier, ist ein bisschen komplizierter. Wenn ich also jetzt hier zum Beispiel drauf gehe, dann mache ich jetzt hier in dem Fall als erste Schriftart in Schwarz meinetwegen. Also 2, 4, 5, 6, ist da einer dabei. So, und hier mache ich jetzt Weiß. 6, nee, da muss natürlich F hin, klar, 2, 4, 5, 6, so. Und wenn wir jetzt, ich packe das jetzt, und dann am besten auch hier direkt die 180 Grad einstellen, damit wir also die Sache dann halt so haben. Dann müssen wir natürlich den Gruppenblock hier nochmal ein bisschen anders gestalten. So, da sieht die Sache jetzt schon mal so aus. Das ist aber natürlich noch nicht ideal. Um jetzt also praktisch hier so eine Linie zu bekommen, ziehe ich das hier so rüber und das Gleiche mache ich hiermit auch. So, ihr seht, das ist jetzt also gar nicht so einfach, das genau da drüber zu schieben, weil wenn ich das jetzt hier drüber schiebe, kann passieren, dass das hier umkippt, sage ich mal. Das kann, das also ziemlich tricky. Um das also besser hinzubekommen, geht man dann in dem Fall einfach am besten über den Code-Editor. Also hier über die drei Punkte da oben, dann Code-Editor. Und dann sieht man also auch hier schon das Markup für diesen ganzen Code-Block, den ich da verwendet habe. Und hier sehen wir die 48% und hier die 51%. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man im Code-Editor hantiert. Und hier kann man, da wir da ja genau die Hälfte haben wollen, schreiben wir also hier die 50% hin. Und hier auch nochmal die 50%, dann machen wir hier an der Stelle auch nochmal.
50 und hier auch nochmal da, 50. Ja, also da muss man ein bisschen aufpassen, aber das ist wesentlich einfacher, als wenn ich anfange, da mit dieser anderen Geschichte da rumzuhantieren. Wenn ich jetzt den Code-Editor verlasse, dann seht ihr, dann habe ich also auch hier eine schöne Linie drin. Ne? Was mir jetzt noch nicht so gut gefällt, ist also, dass also der Abstand hier oben sehr klein ist und hier unten wahrscheinlich auch. Dazu baue ich jetzt hier oben nochmal davor einen Spacer ein. Also da so ein Abstandshalter, den machen wir mal, was weiß ich, auf 50, kann man ja hier einsetzen, 50. So, und damit der gleiche dann auch nochmal da unten hinkommt, kopiere ich den, Block kopieren und erstmal duplizieren. So, und dann schiebe ich den hier einfach dahinter. So, und wenn ich damit wäre ich jetzt im Wesentlichen schon fertig mit meinem Block hier. Wir können mal auf Veröffentlichen gehen und können uns den Beitrag dann mal angucken im Inkognito-Fenster. Und wir sehen dann, das sieht also hier eigentlich auch schon ganz schön aus. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja gut, ich kann das ja hier unten nicht sehen. Ich könnte jetzt die Farbe hier natürlich nochmal ändern, damit man also auch wirklich sieht, dass also hier der Abstand hier unten genauso groß ist wie der hier oben. Aber ich hoffe, ihr glaubt mir das einfach und dann ist ja, dann können wir das jetzt hier weitermachen. So, jetzt haben wir also unseren Block fertig. Also Sinn und Zweck der ganzen Übung ist eigentlich, dass ich diesen Block in der Art mit der Farbgebung auch weiter verwenden möchte bei weiteren Beiträgen oder Seiten auch meinetwegen. Ne? Um das hinzukriegen, müssen wir jetzt so einen sogenannten, müssen wir jetzt also hier zunächst mal ein Plugin installieren. Aber ich will vielleicht an der Stelle mal eine kurze Pause machen und dann können wir gerne da vielleicht schon mal an der Stelle eine Frage, falls welche auftauchen sollten, kurz klären. Ja, im Chat gibt es ein paar Fragen. Und zwar, ja, sind das Reusable Blocks oder Template Parts? Das hier, das sind keine Template-Parts. Wir reden jetzt nicht über den Site-Editor. Wir reden jetzt ganz normal über den Block-Editor. Okay. Also die Template-Parts, warte mal, kann ich dir gerade mal zeigen. Die findest du ja, wenn du jetzt hier, wir sind ja hier mit 2023. Ich kann es auch gerade mal zeigen. Hier, das ist 2023. Und wenn ich jetzt hier in den Editor gehe und vielleicht eine kleine Information, hier wird sich also auch wieder einiges jetzt ändern in der nächsten Version. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann habe ich hier die Templates, ne, die man hier bei eben den Blockthemes eben verwenden kann, die man auch ändern kann. Immer wenn hier so ein kleiner blauer Punkt da zu sehen ist, dann weiß man, da ist was geändert worden. Und hier bei denen zum Beispiel ist nichts geändert worden. Und das hier sind eben Template-Teile, Header, Footer und solche Geschichten, ne? Und hier diese Header-Start zum Beispiel, die habe ich selber gemacht. Das ist die Sache, die man im Eingangsbildschirm eben auf der Hauptseite sehen konnte, mit dem Auto, was dann da zu sehen war. Ne? Also wir reden jetzt hier aber nicht über den Site-Editor hier vom Theme, sondern wir haben jetzt hier gerade eben einen Beitrag geschrieben mit dem Block-Editor. Genau. Das war halt die einzige Frage jetzt aus dem Chat. Okay, alles klar. Gibt es noch weitere Fragen bis dahin? Okay, dann käme jetzt nämlich die nächste Sache. Wir wollen jetzt als nächstes also ein Plugin installieren. Also es gibt mittlerweile mehrere Plugins, mit denen man Block-Patterns verwalten kann. Und das machen wir jetzt hier gerade mal. Wir gehen also jetzt hier, ich habe das ja hier gespeichert, alles gut. Ich gehe also jetzt hier in installierte Plugins oder installieren, besser gesagt. Und dann installieren wir hier, suchen wir hier den Blockmeister. Den haben wir jetzt hier an der Stelle, den installieren wir jetzt. Also wenn man jetzt hier mal guckt, der hat zwar nur 10 Bewertungen, aber die sind ziemlich gut. 1000, etwas, also mehr als 1000 aktive Installationen ist jetzt nicht die Welt, aber in dem Bereich wird scheinbar noch nicht so viel mit zumindest mit solchen Plugins gearbeitet. Wie gesagt, ich arbeite da selber jetzt auch nicht so mehr mit. Aber das soll jetzt, also für diejenigen von euch, die sich
mit diesem technischen Krempel nicht so beschäftigen wollen, weil ich also auch durchaus verstehe, also auch kein Plugin erstellen wollen oder auch nicht mit Code-Snippets irgendwas machen wollen, ist das völlig in Ordnung. Da kann man also durchaus hier so ein Plugin installieren und jetzt habe ich das also hier schon aktiviert und wir werden jetzt gleich sehen. Ja, da ist er. Also ich überspringe das jetzt hier mal, das brauchen wir nicht. Dann haben wir also hier direkt also auch einen weiteren Menüpunkt in dem linken Bereich mit All Patterns, Add New. Also hier sind natürlich jetzt auch keine Patterns drin. Ich könnte jetzt hier ein neues Pattern erstellen, einen neuen Pattern erstellen. Der wäre, also der, die, Auf, die, die, die Darstellung ist genau die gleiche wie bei einem normalen Beitrag. Ich habe hier Categories, kann also eigene Kategorien erstellen, ich kann irgendwelche Einstellungen vornehmen und so weiter und so fort. Also ich nehme jetzt mal hier meinetwegen eine neue Kategorie, die nenne ich jetzt mal einfach Dresden und neue Kategorie erstellen. Also ihr seht, also hier ist aber auch schon direkt ein Default-Kategorie und soll aber uns jetzt, oh, ich habe Dresden geschrieben, das ist natürlich doof. Ich schreibe nochmal eben richtig Dresden jetzt so. Dresden. So, und jetzt müssen wir natürlich unseren Pattern da reinbekommen. Dazu ist es vielleicht ganz gut, dass man also hier erstmal auf alle Beiträge nochmal geht. Wir müssen uns diesen Pattern jetzt eben da rauskopieren und dann eben in dieses Pattern-Verzeichnis sozusagen reinkopieren. Gehen also hier wieder in Bearbeiten rein. Also wenn ich auch zu schnell sein sollte, einfach melden. Ne? Bin ich zu schnell, Sammy? Nee, ich habe noch eine andere Frage, die gerade aufkommt auf dem Chat. Was passiert, wenn ich Blockmeister lösche? Sind die Pattern dann weg? Ja, das wäre jetzt eigentlich der Punkt gewesen, nachdem ich dann diese Sache gemacht habe. Das ist in der Tat das Problem. Also wenn ich Blockmeister deinstalliere, und deswegen bin ich also auch nicht so ein Riesenfan davon, dann sind die weg. Ne? Werden wir gleich sehen. Ne? Aber gute Frage auf jeden Fall. Ne? Die Frage hatte ich mir damals auch gestellt, als es also darum ging, wie machen wir das Ganze jetzt? Ne? Gut, hätten wir das also auch geklärt. Jetzt haben wir ja hier unseren Block-Pattern. Um den zu kopieren, gehe ich am besten hier auf die gesamte Gruppe. Wir können uns das hier auch nochmal angucken. Da haben wir den Abstandshalter, hier haben wir das Bild. Hier haben wir nochmal den Abstandshalter hier unten, kann man hier sehen. Und das Ganze ist eben in einer Gruppe drin, die also auch einen bestimmten Hintergrund hat, wie wir gesehen haben. Eben hier dieser Hintergrund, das wird auch hier schon dann dargestellt. Und den kopieren wir jetzt einfach, also hier drauf gehen und dann Block kopieren. Jetzt gehe ich wieder in diese Block-Patterns rein hier, also in den Blockmeister und sage hier Add New. Und ja, nenne den jetzt einfach mal Dresden. Dresden mit Bild oder so, ist ja völlig wurscht eigentlich. Und kopiere mir jetzt hier einfach mit Steuerung V oder so, wie wir das ja in Windows auch kennen, den Block einfach da rein. Und damit habe ich jetzt hier meinen Blog drin, kann den jetzt hier veröffentlichen. Der wird jetzt natürlich nicht auf der Seite veröffentlicht, ist ja kein Beitrag, ist auch keine Seite, sondern ist einfach nur ein Blog-Pattern, der jetzt hier gespeichert ist. Wir können also jetzt hier nochmal auf All Patterns gehen und dann müsste jetzt hier auch unser Dresden Blog-Pattern da stehen, wie wir hier auch sehen können. Ich kann jetzt hier auch nochmal hingehen, wie wir das hier auch kennen und könnte jetzt sagen, okay, der Pattern, der sollte eben die Kategorie haben, na, wo ist er jetzt hier eben, ihr seht, da sind auch noch ein paar andere, das sind die Standard-Kategorien, die man also praktisch sonst so auch immer hat und den könnte ich jetzt also hier bei Dresden einordnen. Da machen wir hier auf Aktualisieren und dann ist die Sache klar. Schön ist an der ganzen Geschichte, dass also die Bearbeitung ähnlich ist wie bei dem Blog-Editor. Und wenn jemand also sich mit dem Blog-Editor schon ganz gut auskennt, und da dürften wohl die meisten sein mittlerweile, dann ist das an sich kein Hexenwerk. Sammy, du hast noch Frage, ja? Ja, Tim auf dem Chat schreibt, warum wurde eine Gruppe in einer Gruppe erstellt? Ja, ich habe ehrlich gesagt, könnte man da vielleicht nochmal gucken, ob man es anders macht.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ganz gut ist, wenn ich also innerhalb der Gruppe nochmal eine Gruppe mache. Man könnte auch nochmal probieren, wenn man es einfach nur in eine Gruppe reinpackt, ob das schon ausreicht. Müsste man mal testen. Kann ich jetzt, also wie gesagt, da müsste ich jetzt nochmal testen, ob das dann schon ausreicht. Ne? Vielleicht reicht das sogar aus. Könnte sein. Als Hintergrund, das war eigentlich leichter, dass man es dann vertikal und horizontal zentrieren kann. Ja, das stimmt auch, genau. Aber ich könnte aber auch sein, weil ich sehe ja auch hier, ne, da kann ich das einstellen. Und innerhalb der Gruppe hier kann ich das aber auch schon einstellen. Jetzt müsste man gucken, wenn ich das jetzt hier rausziehe, ob das dann auch schon funktioniert, müsste man sehen. Ne? Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so ganz entscheidend. Sammy? Leopold Zicker fragt, kann man die Blöcke exportieren? Ja, da kommen wir gleich zu. Also Blöcke exportieren kann man auf jeden Fall. Man kann ja, also ich habe das schon gemacht, dass ich also hier so einen Block jetzt zum Beispiel komplett, also kopiert habe, also Block kopieren und bin dann auf eine andere Seite gegangen und habe dann da den Block wieder eingefügt. Was dann natürlich nicht funktionieren würde, wäre, dass da dieses Bild hier nicht gezeigt wird. Ne? Weil es sei denn, das Bild ist exakt das gleiche eben in der anderen WordPress-Instanz. Dann würde das Bild nicht gezeigt, aber würde mich jetzt aber auch, ja gut, wäre ein bisschen störend. Also genau das Problem hatte ich heute bei einem Plugin, weil ich also da geschrieben habe und habe das kopiert und dann waren auf einmal die Bilder weg. Ja klar, ne? Letztendlich war es logisch. Gut, wenn dann jetzt noch keine Fragen mehr sind, dann wollen wir uns jetzt mal angucken, wie geht das jetzt in den Beitrag. Wir gehen mal hier auf alle Beiträge, das hier ist ja alles gesichert jetzt. Wir haben also unter Blockmeister jetzt unseren Pattern da gespeichert und gehen jetzt hier auf irgendeinen, machen wir einfach einen neuen Beitrag. Und den nennen wir einfach mal Test oder sowas. Wir lassen jetzt mal die Überschrift weg. Und jetzt kann man also Folgendes machen. Man kann hier auf Plus gehen und dann auf alle durchsuchen. Und dann hat man ja hier die Vorlagen. Die habt ihr mit Sicherheit auch schon mal gesehen. Da gibt es also eine ganze Masse an irgendwelchen Vorlagen, die also meistens über das Theme kommen, wie wir hier sehen können. Da gibt es also auch verschiedene Kategorien. Das wird übrigens auch in der nächsten Version ein bisschen anders sein. Hier, wenn wir jetzt hier mal gucken, dann sieht man hier, da ist so eine Listbox, aus der man wählen kann. In der nächsten Version wird das so sein, also in WordPress 6.2, da hat man also hier links die einzelnen Kategorien und kann dann also aus diesen einzelnen Kategorien hier schon die Blöcke dann sehen. Können wir uns vielleicht nachher auch angucken, wenn wir Gutenberg wieder aktivieren. So, und jetzt gucken wir mal hier und da sehen wir, aha, da ist ja jetzt diese Kategorie Dresden. Und wenn wir jetzt hier drauf gucken, da ist jetzt unser Blockpattern. Den kann ich jetzt einfach hier auch so rüberziehen und dann müsste der jetzt also hier auch erscheinen. Da erscheint er. Ne? Ja, und jetzt kann ich natürlich an der Stelle auch einfach das Bild ersetzen. Also gehe in die Mediathek, nehme mir da, was weiß ich, irgendein anderes Bild und ja, und fertig. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Ich muss also nicht immer diesen aufwendigen Block hier oder relativ aufwendigen Block immer wieder neu machen oder kopieren oder sonst irgendwas. Und das ist der Riesenvorteil bei eben Blockpatterns. Ja, das wäre eigentlich der Part zu Blockmeister und ähnlichen Plugins, die es in dem Bereich gibt. Und wir werden jetzt sehen, wenn ich jetzt, ich werde jetzt dieses Plugin mal deinstallieren und dann sollte eigentlich hier unter Vorlagen eben nichts mehr da sein. Und das ist genau der Nachteil, der sich daraus ergibt. Also der Vorteil ist, die Bearbeitung ist recht einfach. Also auch für jemanden, der technisch mit den technischen Dingen nicht so beschäftigen möchte. Der Nachteil ist, sobald ich dieses Plugin deinstalliere, sind die Blöcke weg. Wobei, es gibt eine Einstellung bei den Settings, kann ich gerade mal gucken. Haben wir auch eben mal kurz gesehen. Achso, ich muss das erstmal hier veröffentlichen. Wobei natürlich die Blöcke bestehen bleiben in den Beiträgen, wo ich die eingefügt habe. Ne? Aber in den Vorlagen, also hier bei den Blockpatterns, wo wir eben drauf waren, ich kann hier nochmal drauf gehen, wenn ich jetzt also hier in die Vorlagen gehe, da würde das dann nicht mehr erscheinen. Ne? Ich würde dann also hier nicht mehr eine Kategorie Dresden oder sowas haben. Aber die Blockpattern an sich in den Beiträgen, die bleiben dann bestehen.
Gut, also ich hatte jetzt vor, eben rauszugehen und dann die Plugins, das Plugin zu deinstallieren. Ich gehe also hier auf installierte Plugins und dann haben wir hier den Blockmeister, den deaktiviere ich jetzt. Das hier spare ich mir jetzt. So, und jetzt ist das Plugin deaktiviert, reicht eigentlich auch aus. Ich sehe gerade eine Frage, wenn ich eine solche Vorlagenblöcke mehrfach verwendet habe und nun diese Vorlage ändere, wirkt sich dies auf alle? Nein, wirkt sich leider nicht. Da kommen wir ganz am Schluss mal drauf. Das ist nämlich auch ein Riesenproblem, meines Erachtens, wenn ich einen Relaunch mache. Aber die Frage würde ich ganz gerne an den Schluss stellen, wenn möglich. Die Frage kam von Bodo. Ja. Gut. Komme aber nachher noch mal am Schluss, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Kann ich einen Blockpattern mit Hintergrundbild und Text erstellen? Ja, Text ist da nicht in der Mitte. Kann ich einen Blockpattern mit Hintergrundbild? Ja, sicher, klar. Habe ich auch schon gemacht. Ich gucke mal gerade, ob ich sowas, doch, da müsste hier sein. Können wir mal gerade gucken. Das sehen wir hier sowas zum Beispiel. Das ist auch ein Blockpattern, ne? Den ich hier erstellt habe. Also auch ein Hintergrundbild. Und dann ist hier eben irgendwas drauf und so. Das ist jetzt allerdings in dem Abfrage-Block drin. Aber ansonsten, also sowas geht auf jeden Fall auch. Das ist gar kein Thema. Kann ich auch irgendwie, ich überlege gerade, also geht auf jeden Fall. Man kann im Prinzip alles mit diesen Block-Patterns machen, was irgendwie möglich ist. Gut, dann gehe ich jetzt aber nochmal da drauf. So, jetzt gucken wir mal. Zeigst du, wie das geht? Ja, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, weil sonst verzetteln wir uns hier so ein bisschen, weil ich hatte ja noch vor, eben andere Möglichkeiten für Blockpatterns zu erstellen. Wenn wir am Schluss noch Zeit haben, kann ich gerne mal gucken, wie wir das machen. Ich habe da mal so einen Blockpattern erstellt und den können wir dann nehmen. Das ist also an sich kein großes Problem. Gut, aber sowas meinte wahrscheinlich die Lydia, wenn ich, hoffe ich, ne? Was ich gerade da gezeigt hatte, also so jetzt mal ganz kurz. Gut, dann wollen wir mal weitermachen. Also wie gesagt, ich habe den Blockmeister jetzt hier deaktiviert, reicht eigentlich aus. Gehe dann also nochmal in alle Beiträge, gehe dann nochmal hier in Test rein. Der Blockpattern ist natürlich noch, also der Block ist natürlich noch da. Das hatte ich ja eben gesagt, also der ist nicht verschwunden, weil den habe ich ja in den Beitrag schon eingefügt. Aber wenn ich jetzt auf, hier auf Plus gehe und auf Vorlagen, dann sollte jetzt hier, wie wir auch unschwer erkennen können, eben keine Kategorie Dresden mehr da sein. Also die ist futsch, weil eben Blockmeister jetzt deaktiviert ist, ne? Also ich kann jetzt hier diesen Block nicht mehr verwenden. Gut, jetzt kommen wir, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt also das ist also nach meiner Ansicht auch ein großer Nachteil. Ne? Ich muss also dieses Plugin immer mitschleppen, ob ich mal will oder nicht. Und wenn dann, sagen wir mal, dieses Plugin mal eine Sicherheitslücke hat, aus dem Grunde eben nicht mehr im Repository geführt wird und alles schon da gewesen und dann also irgendwann mal aus dem Repository entfernt wird und keine Updates mehr bekommt, dann haben wir natürlich ein echtes Problem. Ne? Dann sind die ganzen Block-Patterns, die ich mir da, wenn ich da 20 Stück erstellt habe, dann sind die zum Teufel, ne, unter Umständen. Ich kann sie mir natürlich vorher nochmal sichern, bevor ich dieses Plugin dann deaktiviere. Aber wenn ich dann zum Beispiel auch ein technisches Problem habe, wie jetzt zum Beispiel viele Plugins bei der Umstellung auf PHP 8 ja bekommen haben, dann wird es natürlich schwierig. Ne? Da muss man schon ein bisschen, muss man schon ein bisschen basteln. Ne? Ja, die nächste Sache ist die, das setze ich eigentlich auch ganz gerne ein und habe dazu auch schon einige Beiträge geschrieben und auch, glaube ich, schon mal in Vorträgen hier gezeigt, ist eben dieses Plugin hier Code Snippets. Code Snippets ist also ein tolles Teil, muss man sagen. Wir aktivieren das mal. Und da kann man also jetzt so einzelne Snippets einfügen. Jetzt wird es natürlich ein bisschen technischer. Also ich habe hier zum Beispiel jetzt mal ein kleines Snippet reingeschrieben, mit dem man diese Meldung im Website-Bericht ausschalten kann, wenn die einen nervt, dass also dieser Object-Cache nicht aktiviert ist.
Das ist ja eine Sache, die eben teilweise auch von den Hostern nicht unbedingt angeboten wird. Und dann hat man die immer in dem Website-Bericht. Und da muss man dann eben ein entsprechendes PHP-Snippet einfügen. Das wäre jetzt in dem Fall diese Geschichte. Wie machen wir das jetzt mit so einem Blockpattern? Das geht dann nicht auf. Wir können also da jetzt auch diesen Blockpattern dann einfügen. Ich nehme dazu jetzt, da muss ich mal eben was holen. So. Dann gehen wir nochmal auf diesen Beitrag, den wir eben hatten. Und da. Was müssen wir jetzt machen? Ja, wir müssen eigentlich nur hingehen und diesen Gruppenblock, den wir hier gemacht haben oder gebaut haben, den müssen wir jetzt hier kopieren. Das machen wir jetzt hier, Block kopieren, ganz normal. Was passiert bei diesem Block kopieren soll, will ich vielleicht auch noch mal kurz zeigen. Wenn wir nämlich hier in den Code-Editor gehen, dann sehen wir, habe ich ja eben gezeigt, wie man diesen Block-Pattern hier so anpassen kann. Das ist genau dieser Bereich hier. Da hatte ich ja hier diese Prozentsätze hier geändert, damit also wirklich diese Linie dann auch in der Mitte zu sehen war. Und das ist also dieser Teil, den man dafür braucht. Den muss man aber jetzt, also Markup letztendlich, aber diesen Teil, den brauche ich jetzt nicht hier einfach so auszukopieren, das ist gar nicht notwendig, sondern ich gehe hier rein und kopiere mir diesen Block, also diese ganze Gruppe. So, und jetzt gehe ich anschließend in dieses Code-Snippets rein, gehe dann da auf Neu hinzufügen. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen und füge den jetzt hier ein. Jetzt sind wir allerdings da noch nicht so ganz richtig. Ich muss da jetzt diesen Teil dazu bauen. Also so ein, weil ich muss den, diesen Teil hier, den setzt man jetzt hier oben rein. Ich gehe aber auch jetzt nochmal auf die einzelnen Dinge ein. So formatieren wir das mal ein bisschen netter hier. So. Das sollte funktionieren. So, ich gehe mal da einfach drauf ein. Also Code-Snippets ist eben sehr viel flexibler. Ich habe den, hier kam jetzt auch gerade die Frage, sehe ich gerade, oder einige Fragen, ist der Block Dresden dann noch da, wenn ich Blockmeister wieder aktiviere? Soweit ich weiß, ja. Also er müsste wieder da sein. Können wir uns gleich auch angucken. Also der ist mit Sicherheit da. Aber vielleicht ich mache diese Sache jetzt noch fertig und danach machen wir nochmal eine kleine Fragerunde, würde ich vorschlagen, damit nicht zu viel wird. Ja, also gehen wir mal einfach hier durch. Also hier ist eine Function, die nennt sich Register Block Pattern. Kann man auch einfach mal nachgucken. Ich will aber auf die technischen Gegebenheiten jetzt auch nicht so viel eingehen. Wenn man jetzt hier drauf geht, dann sieht man auch hier direkt, also das also von der offiziellen Doku, wie das Ganze aussieht. Und diese Function hat also bestimmte Dinge, die man da mitgeben muss, also wie zum Beispiel ein Pattern-Name und eben irgendwelche Properties, die man da also auch noch mitgeben muss. Und wenn wir jetzt hier nochmal nachgucken, also wichtig ist eigentlich nur das hier. Das ist also jetzt hier dieser Pattern-Name, Bild mit Duoton-Hintergrund. Ich nehme dann auch immer Unterstriche dazwischen. Das sollte man schon haben. Dann habe ich hier den Titel oder den Title, Bild mit Hintergrund und das gleiche hier auch. Habe hier eine Description, die auch eben übersetzt werden kann. Und ja, das hier, das packe ich jetzt erst nochmal weg, weil wir haben noch keine Kategorie für Hauran zum Beispiel jetzt eingebaut. Das können wir nachher auch nochmal uns angucken. Das zeige ich aber anhand des Plugins. Und dann kommt hier der Content. Und der ist genau das, was ich euch eben gezeigt hatte, in dem Block-Pattern bei dem Code-Editor. Der ist jetzt hier genau mit rübergekommen. Also man muss da nicht irgendwie großartig was schreiben oder so, sondern man muss eigentlich nur Cut and Copy machen und das war's. Wenn wir jetzt Glück haben, funktioniert die ganze Geschichte. Wenn ich Pech habe, dann eben nicht. Müssen wir mal sehen. Speichere Änderungen. Deswegen sollte man hier ein bisschen vorsichtig sein, denn ist mir also, ach so, ich sollte hier vielleicht noch einen Titel eingeben: Blockpattern für Dresden. So.
Wenn man da nämlich sich vertut und hat hier nur, sagen wir mal, hier an der Stelle meinetwegen Komma weg oder so, dann knallt einem die, also fliegt einem die Sache um die Ohren, das ist also nicht so schön. Aber ansonsten ist das eine tolle Sache mit Code-Snippets und letztendlich ist das auch nicht viel anders, wenn wir nachher dann ein Plugin dann uns angucken dazu. So, jetzt speichere ich die Änderungen. Normalerweise, wenn das jetzt nicht funktioniert haben sollte, hätte der jetzt schon eben irgendwas gemacht, aber er sagt, Snippet hinzugefügt und aktiviert. Das können wir auch hier nochmal gucken auf alle Snippets und ihr seht also, es ist ja aktiviert. Ich kann die auch wieder deaktivieren, wenn ich möchte, muss ich auch nachher machen, bevor ich das Plugin dann da erstelle und aktiviere und hochlade und aktiviere, besser gesagt. Ja, und jetzt gehen wir nochmal in den Beitrag rein. Gehen nochmal hier unseren Testbeitrag. Hier ist ja unser Blog noch drin. Ich gehe dann mal hier auf dieses Pluszeichen, auf alle durchsuchen, auf Vorlagen. Jetzt wird das natürlich nicht hier irgendwo in einer Kategorie sein, weil ich also ja keine Kategorie erstellt habe. Ne? Wenn ich jetzt eben da müssen wir noch ein paar andere Sachen machen. Und wir sehen aber unter Allgemein, finden wir dann also auch hier unser Plugin. Unser Plugin, unserem Blockmeter. Und den kann ich natürlich jetzt hier auch einfügen, also einfach so nehmen und zack, kann ich den hier einfügen und dann haben wir den hier drin und ich kann jetzt also hier auch hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt hier wieder ein anderes Bild, zum Beispiel, was weiß ich, diese Eule hier und ja, und aktualisiere das, gucken wir uns das ganze Spiel auch nochmal hier an. Nee, das war der falsche. Muss ich dann doch mal hier. Na, wo ist er denn? Ja. Da, Beitrag ansehen, können wir auch hier machen. So, und dann. Nee, das ist der falsche. Habe ich irgendwas Falsches jetzt gemacht? Ist aber nicht so wichtig. Ich gehe noch mal in Beiträge. Da, und dann gehe ich mal hier auf Ansehen. Na, ist irgendwas mit dem Permalinks vielleicht? Nein. Gucken wir mal. Ah, kann sein, dass ich also hier schon mal so einen anderen, ich mache mal hier Test Dresden oder sowas. Aktualisieren und Beitrag ansehen. Nö. Irgendwas ist da jetzt falsch. Na, vielleicht musst du die URL auch noch ändern mit der Hand, den Permalink. Ja, kann sein, dass ich also hier blöderweise jetzt Test gemacht habe. Ne? Aber also hier in der Vorschau müsste das jetzt aber mal gucken, ob es da denn wenigstens klappt. Mir auch nicht. Das ist ja seltsam. Eben hat es ja geklappt. Bin ich denn hier richtig? Ja. Gehen wir mal in den anderen rein vielleicht. Kann sein, dass ich da, hier haben wir das ja auch, wenn ich jetzt hier nochmal drauf gehe, gehen wir da nochmal Vorlagen, dann hier allgemein, da ist der Blockpattern, da ist er schon drin, aktualisieren, Beitrag ansehen in den Cognito-Fenster. Ja, jetzt haben wir es aber drin, ne? Ja. Gut, also da ist irgendwie, wahrscheinlich, weil ich da blöderweise ein paar Mal Tests geschrieben habe, ich müsste da den Permalink ändern und so, aber das würde jetzt auch zu weit führen, muss man ja auch nicht. Ja, das wäre jetzt die zweite Sache. Geht auch bei Seiten. Aber jetzt können wir vielleicht an der Stelle, wenn die Fragen nochmal klären, die sich vielleicht jetzt noch so ergeben. Ja, ich gehe die mal durch oder vielleicht, Karl, kannst du da mal sagen, was da so an Fragen noch gekommen ist? Ja. Aufzugucken. Ist der Blog Dresden dann noch da, wenn Blockmaster wieder aktiviert ist? Ja, ich glaube, ist beantwortet. Ja, das hatte ich beantwortet. Ja, die nächste Frage ist, funktioniert das alles nur in Beiträgen oder auch auf Seiten, fragt der Leupold. Ja, das funktioniert auch auf Seiten. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf eine Seite gehe,
Ich gehe mal auf alle Seiten und gehe dann mal auf, was weiß ich, auf irgendwie hier so eine Unterseite. Und gehe dann jetzt hier mal drauf, auf alle durchsuchen und auf Vorlagen. Und wie gesagt, der ist jetzt hier unter allgemein. Dann sehen wir, hier ist also unser Blog-Pattern. Und wenn ich da doppelklicke, habe ich gerade gemerkt, dann ist er also auch sofort da drin. Also sogar zweimal. Okay, war einmal zu viel. Also deswegen ist immer nicht verkehrt, wenn man dann hier nochmal die Liste anstellt und den einen Block dann mal wieder entfernt. So, da ist er jetzt einmal drin. Und wenn ich jetzt auf Aktualisieren gehe, dann sollte jetzt die Seite aber hier im Inkognito-Fenster zu sehen sein. Ja, dritte Unterseite und da ist der Block. Ne? Also geht auch da. Da habe ich eine Frage. Kann man der Gruppe, wie du gerade gezeigt hast, der Listenansicht, kann man der Gruppe einen Namen geben, dass man weiß, dass die Gruppe mit dem Pattern da? Ja, man, da muss ich mal gucken. Das ist ja eine relativ neue Version. Ist relativ neu. Einfach für die Übersicht, dass man die Gruppe bezeichnet, ja, wenn sie nicht aufgeklappt ist. Das geht auf jeden Fall. Ich muss jetzt mal gucken, also ob man da... Vielleicht in einer späteren Version. Ja, das kann sein. Da müssen hast du gesagt, das wird laufend aktualisiert. Ja, genau. Also wir können nachher nochmal Gutenberg installieren. Und dann sehen wir vielleicht, ob das dann da gezeigt wird. Ich habe es also auf jeden Fall schon gesehen. Ne? Ja. Dann habe ich hier noch eine Frage von Bianca, glaube ich. Das ist der Unterschied zu... Also wiederverwendbaren Blöcken, schätze ich mal. Und anders, dass die Blockpattern beim Löschen in den bestehenden Beiträgen drin bleiben. Ja, die bleiben drin. Also das haben wir ja eben noch gesehen. Ne, wenn ich also jetzt, ich wollte das jetzt sowieso machen, wenn wir jetzt gleich dieses Plugin dann installieren, dann zeige ich euch aber den Quellcode auch. Wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen und dann ich sehe gerade Gruppe, Extras, ID-Name. Ah ja, okay, alles klar, super. Können wir mal gerade gucken. Da machen wir erstmal die eine Sache. Wenn ich also jetzt hier Code-Snippets deaktiviere oder meinetwegen auch nur einfach dieses Snippet da, ich gehe nochmal auf alle Snippets, dann sehen wir das. Wenn ich das jetzt, das kann ich hier ausschalten, da. Und wenn ich jetzt nochmal auf Beiträge gehe, zum Beispiel, und jetzt gucken wir nochmal auf diesen, aber nicht diesen problematischen Beitrag, den wir eben hatten. Na, wo ist er denn jetzt? Da habe ich nicht richtig geklickt, glaube ich. Ja, gehen wir nochmal hier drauf. Und dann ist der natürlich noch da. Ne? Aber... eben, man kann nicht hier jetzt drauf gehen und sagen, okay, ich habe jetzt, dann sollte jetzt unter den Vorlagen das nicht mehr zu sehen sein. Und wir sehen das, also wir sehen nichts von dem Block mehr. Ne? Also jetzt können wir auch gerade das mit der Gruppe da mal machen, was der Rico netterweise da reingeschrieben hat. Also das heißt, ich gehe hier auf diese Gruppe und dann unter Extras, ist wahrscheinlich hier unter Erweitert. Oder so. Ja. Ah doch, da. Ja. Nein, beim HTML-Anker. Bitte? Beim HTML-Anker. Ach, beim HTML-Anker. Ach so, ja, da. Ja, das ist die ID. Jetzt gibst du dort irgendeinen Namen ein. Ja, klar. Okay, danke. Also ich nenne ihn jetzt auch einfach mal Dresden. Ah ja, da sehen wir es auch. Ja, super. Ja, danke. Ja, ich nehme den Anker normalerweise für ganz andere Sachen, aber es ist natürlich eine interessante Lösung. So. Ich habe das also sonst eben nur, wie gesagt, tatsächlich als Anker verwendet und das ja jetzt im Prinzip hier, ist ja kein Sprung, keine Sprungmarke in dem Sinne, aber das ist eine interessante Sache. Danke dir. Gut, dann wäre, ich weiß nicht, ob jetzt noch hier Fragen übrig geblieben sind oder ob wir die Sachen geklärt haben. Ja, es gibt noch eine Frage von Matthias Schwind. Was ist der Vorteil von Snippets gegenüber Blockmeister? Ja, okay, das ist eine gute Frage. Blockmeister, haben wir ja eben gesehen, ist, also wenn ich es deaktiviere, sind die Blöcke weg. Wenn ich es aktiviere, sind sie auch wieder da. Okay. Code-Snippets bietet aber wesentlich mehr Möglichkeiten. Ich kann, Moment, ich mache mal eben aktualisieren. So, wenn ich jetzt hier auf die Snippets gehe, dann kann ich eben
eben auch zum Beispiel hier so ein Snippet mit einbauen. Ich habe also nicht nur die Block-Patterns da drin, sondern ich habe also auch irgendwelche anderen Sachen da drin. Ich kann zum Beispiel die Admin-Leiste deaktivieren, wenn ich will. Mache ich jetzt natürlich nicht, weil sonst habe ich hier nichts mehr. Das wäre dann unschön. Da müsste ich dann gucken, wie ich damit klarkomme. Also man kann dann hier so verschiedenste Sachen machen oder ändere Upload-Dateinamen in Kleinbuchstaben. Ne? Also das heißt, ich kann hier sehr viel mehr mitmachen mit Code-Snippets, als ich eben mit diesem Blockmeister machen kann. Das heißt also, wir haben viel mehr Möglichkeiten, eine viel größere Flexibilität. Nutze ich auch ganz gerne, also auf verschiedensten Seiten, wenn ich nur mal eine kurze Geschichte da als Snippet mit einbauen möchte und die nicht unbedingt eben zum Beispiel in einem Schaltzen benötige. Ne? Also ich nutze das auch ganz gerne als Alternative zu einem Child-Theme. Bei einem Child-Theme habe ich ja eben eventuelle zusätzliche Optionen, die packe ich dann in die Functions-PHP rein, eben als Snippets oder so. Und wenn ich dann also in die Custom-CSS jetzt auch noch was irgendwie reinschreibe und der WordPress 6.2-Version wird es auch wieder einen Custom-CSS geben. Also ohne, dass man diese Sache hier über irgendwelche Plugins gehen muss, damit dieser Customizer wieder zu sehen ist oder indem man hier oben eben Customize hinschreibt, Customize PHP. Also diese Möglichkeiten gibt es dann eben in der nächsten Version auf jeden Fall. Da gibt es noch schon einiges, was da schon wieder reinkommt. Ne? Der Karl fragt jetzt noch, gibt es eine Quelle für gängige Snippets zum Herunterladen? Gibt es eine Quelle für gängige Snippets zum Herunterladen? Wüsste ich nicht. Müsste man mal auf die Seite von Code Snippets gehen, denke ich mal, um mal zu gucken, ob da vielleicht irgend so ein Hinweis ist in der Richtung. Ne? Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es da irgendeine Quelle gibt, ist auch eine interessante Frage. Also wäre natürlich ein Vorteil, wenn man da so eine Art Pool hat, wo man dann eben sich schon mal bedienen kann. Ne? Hans Gerd, ich hätte zum vorigen Punkt auch noch eine Frage. Wenn du also jetzt den HTML-Anker in dem Sinne nutzt, um die Gruppe zu benennen, ja, heißt das ja, dass der HTML-Anker als Sprunganker nicht mehr, zumindest für die Gruppe, nicht zur Verfügung steht. Weil ansonsten würdest du ja auf jede Gruppe, die Dresden heißt, hinspringen. Ja, ich muss da natürlich dafür sorgen, dass ich also da tatsächlich auch immer andere Namen nutze, zumindest in diesem Beitrag. Ne? Also da wäre jetzt ungewöhnlich, dass ich, sagen wir mal, die alle Dresden nenne. Das wäre eigentlich unsinnig auch letztendlich. Ne? Ja, aber das heißt, wenn du die Gruppe, bevor du ihn irgendwo einfügst, sagst, was auch immer, Gruppe B oder was auch immer, dann fügst du ein und dann haben wir alle genau den gleichen HTML-Anker und dann müsstest du sie halt Stück für Stück benennen. Du meinst, wenn ich die, wenn ich die jetzt also als Blockpattern mit diesem Anker schon speichere, ja, das ist richtig, da sollte man vielleicht vorsichtig sein. Also das heißt, man kann kein Inhaltsverzeichnis erstellen, wo man dann mit einer Sprungmarke an die Stelle springt. Wie Andrew fragt, es ist dann schon verbrannt dann. Ja, man sollte vielleicht eben, wenn ich den Blockpattern erstelle, so wie ich ja eben auch gezeigt habe, sollte man jetzt, also ich gehe nochmal eben drauf, damit wir wissen, damit wir sehen, worum es geht. Wir haben ja hier den jetzt Dresden genannt. Wenn ich den jetzt hier speichern würde als Blockpattern, dann wäre der ja immer, dann hätte der ja immer diese ID Dresden und das wäre meines Erachtens nicht günstig. Also das würde ich da in den Blockpattern mit reinschreiben. Also ich kann mal gucken, also ich meine, man könnte natürlich auch mal gucken, ob der Blockpattern im Code-Editor, ob dieser Name Dresden denn da vorkommt. Das ist natürlich auch eine interessante Fragestellung. Gucken, der muss ja hier irgendwo zu sehen sein. Da ist er. Ja, also das würde ich vielleicht da nicht machen. Innerhalb ein Anker, der setzt der immer anders. Ja, sicher, wenn man jetzt, sagen wir mal, innerhalb der Gruppe einen Anker setzt, der immer anders ist, klar. Das würde ich aber dann im Nachhinein machen. Also die Frage war im Chat, man könnte aber auch innerhalb der Gruppe einen Anker setzen, der immer anders ist.
Kann man natürlich machen, aber eben, wie gesagt, nicht in den Blockpattern rein. Und der Karl hat auch netterweise noch, der Tim hat dem Karl also da schon einen Link geschickt mit irgendwelchen, vermutlich mit irgendwelchen Snippets, die da, ja, die möglicherweise schon bestehen. Kenne ich jetzt auch nicht, müsste man sich mal angucken. Okay, wenn bis dahin noch Fragen oder ist das soweit klar? Okay, dann würde ich jetzt nämlich weitermachen mit einem Plugin, was wir dazu uns angucken. Ich habe also im Prinzip jetzt hier diesen Blockpattern, den wir gerade erstellt haben, den habe ich jetzt in ein Plugin reingebracht. Dann gucken wir uns da den Quellcode mal an. Ich schreibe den jetzt natürlich nicht. Es gibt noch eine Frage, die haben wir, glaube ich, übersehen. Ach so, okay. Wo war das denn jetzt hier? Und zwar Lukas Meinker, die Code-Snippets sind aber im Plugin selbst drin oder schreibt er es in die Functions PHP? Oder wird der Code sogar in der Datenbank gespeichert? Nee, also die Functions PHP hat erstmal gar nichts damit zu tun. Ne? Warte mal, ich muss mal gucken, die Frage, wo haben wir die? Die Code-Snippets sind aber im Plugin selbst drin. Nee, der schreibt die in die Datenbank. Das ist also auch der Punkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel da einen Fehler gemacht hätte hier bei diesen Code-Snippets, ich gehe nochmal rein, damit wir nochmal gucken können. Hier, nehmen wir mal an, ich hätte mich jetzt hier mal vertan. Dann kriege ich einen fatalen Fehler, wenn ich Pech habe. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als in die Datenbank zu gehen und dann da zu gucken, wie ich, da muss man dann in der Tabelle, wo die Posts drin stehen, wenn ich mich nicht täusche, muss man dann also den deaktivieren. Ich glaube, dazu hast du auf deiner eigenen Webseite einen Beitrag, wie man das beheben kann. Ja, genau. Kannst du ja vielleicht den Link mal in den Chat schreiben, bitte. Ich guck mal gerade. Da ist er nicht, da muss ich hier mal eben reingehen. Also wenn man sich aussperrt, weil man einen Fehler im Code-Snippet geschrieben hatte, hattest du mal einen Beitrag geschrieben? Ja, hatte ich auch, genau. Ich muss jetzt mal gerade gucken, wo er ist. Sonst schreibst du es in den Chat dann später zum Beitrag. Ja. Ich meine jetzt auf unserer WordPress-Meetup-Seite. Ja, genau, aber ich kann den nachher mal raussuchen. Dann ich gehe gleich mal ins Dashboard oder ich kann ja auch hier mal gucken eben. Dann haben wir noch Code Snippet. So, genau, da ist er. Da ist er, ne? Gut. Ja, dann würde ich, gibt es noch Fragen? Nö. Ach doch, der Dünder. Ja, grüß dich. Grüß dich, Dünder. Ja, kann ich also ohne diese Snippets und ohne diese Plugin Vorlage erstellen, die ich also speichern, die ich dann später wieder verwenden kann? Ja, da komme ich jetzt zu. Also indem man zum Beispiel ein kleines Plugin schreibt und dann kann man das durchaus machen. Okay. Das kann ich dann natürlich auch überall einfügen. Ich muss nur natürlich aufpassen wegen der Bilder zum Beispiel. Wenn ich jetzt Bilder habe, dann das sehen wir ja auch hier nochmal. Wenn ich jetzt hier in den Code-Editor nochmal reingehe, dann sieht man nämlich hier, da holt er sich ja jetzt dieses Bild hier raus, ne? Zum Beispiel. Oder das war nicht der, wer war das, der Block oder nicht? Also, ja, hier. Das ist er. Also, ne, also da holt er sich das Bild. Und wenn ich das jetzt natürlich irgendwo anders installiere, dann versucht er natürlich immer auf diese Adresse zuzugreifen. Und wenn die Adresse jetzt nicht mehr besteht oder die URL, dann habe ich natürlich ein Problem und das Bild wird nicht mehr richtig angezeigt. Ne? Ja, es ist nicht schlimm. Mir geht es darum, wenn man eine Gestaltung erstellt und Gestaltung, was da drin ist, die du dann vielleicht gut findest, aber gerade nicht nötig ist, dann später vielleicht nochmal importieren oder platzieren würdest, dann wäre halt, also ich bin Elementor-User und dort gibt es solche Möglichkeiten, halt, ne? So, dass man so leicht Vorlagen erstellt, später einfach sucht und findet und einfügt. Deswegen möchte ich gerne auch wissen, hier gibt es auch solche Möglichkeiten. Ja gut, du kannst, das hatte ich ja eben gesagt, du kannst also hingehen und kannst hier diesen Gruppenblock zum Beispiel hier, den kannst du ja kopieren
Und dann kannst du den auch schon zum Beispiel auf eine andere Seite einfügen, ne? Mhm. Also auf eine ganz andere WordPress-Instanz oder was auch immer, ne? Also zum Beispiel dieser Blog da speichern unter einem Namen und... Ach so, nee. Also das kannst du nicht. Du kannst jetzt nicht sagen, also ich speichere den jetzt hier, siehst du ja auch, es gibt keine Option dafür, den jetzt zu speichern. Ich glaube aber, wenn man Blogmeister installiert hat, dann gibt es so eine Option. Also bei Blogmeister wird es die geben, da kann man den im Prinzip nur als Blog-Pattern hier drin speichern, aber du kannst den nicht, sagen wir, in eine spezielle Datei speichern und die dann irgendwo anders wieder importieren. Ne? Ja, so einfach, dieser Blog halt speichern unter irgendeinem Namen und dann später wieder einfügen halt, habe ich gedacht. Nee, muss dann tatsächlich eben hier über dieses Blog kopieren gehen. Ne? Okay, also ja. Weil ich aber nicht, also ehrlich gesagt, ich mache das mittlerweile ziemlich viel, auch bei Kundenseiten. Und das klappt also wunderbar. Gut. Ne? Man muss ein bisschen coden, aber das ist also halb so wild. Ne? Okay, alles klar, danke. Gut, dann wollen wir jetzt mal zu der nächsten Sache kommen. Ich muss noch mal eben hier auf alle Snippets gehen, dass hier auch alles ausgeschaltet ist. Aber ich werde wahrscheinlich am besten, ja, gucken wir noch mal in die Plugins rein. Also hier ist das sowieso ausgeschaltet. Blogmeister ist deaktiviert. Gut, alles klar. Dann ziehen wir jetzt mal hier den, nicht da mal rüber. Ich hoffe, ihr könnt jetzt hier das sehen. Wir sehen deinen Editor. Ja, ne, den Editor, gut. Also ich habe jetzt hier so ein Plugin geschrieben dazu, das sind die Categories und die nutzen wir also hier. Ich gehe da mal kurz drüber weg. Also ich möchte zum Beispiel in dem Fall auch nicht jetzt irgendwelche anderen Kategorien sehen, wie Buttons oder Header oder Text oder Columns oder Gallery zum Beispiel. Die kann man also ausschalten mit dieser Funktion hier, Unregister Block Pattern Category. Das also hier läuft auch unter Prefix Unregister Category. Damit kann ich also diese Categories, die Pattern Categories ausschalten. Das hier ist wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt nötig. Damit kann ich also den Support für das aktuelle Theme dann entsprechend ausschalten, also für die Block Patterns. Dann habe ich das hier noch eine ganz interessante Sache. Ich mache mir hier meine eigene Kategorie, nämlich Schaurand heißt die jetzt in dem Fall. Da gibt es also die Funktion, die habe ich dann auf Grundlage von Register, Block, Pattern, Category dann erstellt. Aber die Links kann ich euch auch nachher alle da, oder ich habe die schon gespeichert, die kann ich euch gleich also da alle reinstellen in den Chat. Sodass ich also eine eigene Vorlage habe. Dann haben wir hier unseren Blog-Pattern, den wir eben erstellt haben. Ich hoffe zumindest, dass er so aussieht. Hier sehen wir auch die Adresse. Das passt also. Ne? Da ist also das Bild auch drin. Das ist die einzige Stelle, die ein bisschen kritisch sein könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Plugin irgendwo auf der anderen Webseite installiere. Weil dann natürlich hier diese Adresse nicht mehr unbedingt stimmt. Ne? Also hier die URL besser gesagt. Ne? Das hier. Hier habe ich noch einen anderen Blog, den ich schon da jetzt einfach mal spaßhalber mit reingeschrieben habe. Gucken wir uns das hier nochmal an. Also das war das, was wir eben auch schon gehabt hatten, also als wir diese Code-Snippets genommen haben. Also das ist im Prinzip das Gleiche, was ich eben schon gesagt habe. Der einzige Unterschied ist jetzt so, dass ich also hier noch zusätzlich diese Kategorie Hauwand mit drin habe. Ne? Das ist eigentlich dann schon alles. Ansonsten eben hier diese Dinge, die braucht man nicht unbedingt. Ich muss nicht unbedingt jetzt hier diese anderen Kategorien ausschalten. Ich muss nicht unbedingt eine eigene Kategorie haben. Ich könnte die auch alle einfach nur hier, also das hier alles weg, und könnte einfach nur hier unten diese Blockpatterns reinschreiben und fertig. Das würde dann schon reichen. Ne? Gehen wir jetzt nochmal auf die Seite. Und jetzt habe ich also dieses Plugin habe ich schon fertig gemacht. Da braucht man im Prinzip nur hinzugehen, dieses jetzt eben in Ordner reinzuspeichern. Ich kann das auch mal gerade zeigen. Ja, hier. Ich fahre das hier mal hier rüber. So, da habe ich also hier einen Ordner Custom Block Pattern Hauwand. Und wenn ich da reingehe, dann habe ich hier... Jetzt
Da ihr seht also patterns-hauran.php, also ist ja ein Skript, ein PHP-Skript und so. Und das ist dann eigentlich schon alles. Wenn ich dann hier drauf bin, brauche ich eigentlich nur hinzugehen und senden an und dann ZIP-komprimierter Ordner. Und dann habe ich also hier eben da so eine entsprechende ZIP-Datei, die ich mir dann installieren kann. Und genau das machen wir jetzt an der Stelle. Ich gehe dann also hier auf Plugins installieren oder direkt auf installieren, weil es ja kein Plugin, was im Repository hier angeboten wird. Deswegen kann ich hier direkt auf Plugin hochladen gehen. Gehe dann hier auf Datei auswählen. Hol mir jetzt die entsprechende Datei. Das wäre dann dieses Teil hier, also diese ZIP-Datei, die ich euch eben auch gezeigt habe kurz. Gehe dann auf Öffnen, jetzt installieren. Und Plugin aktivieren. Ich meine, das ist jetzt keine schöne Sache. Da würde normalerweise noch eine README-Datei dazugehören und so, wenn ich das jetzt streng genommen machen würde. Und dann sehen wir auch hier schon unser neues Plugin, was wir da gestellt haben, nämlich Category Vorlagen Hauran. Da ist so eine entsprechende Beschreibung dabei. Und wenn ich jetzt nochmal da hingehe und auf die Beiträge zum Beispiel, und gehe dann anschließend jetzt nochmal hier drauf auf Bearbeiten. Ich gehe mal ganz nach unten auf Plus. Wenn wir jetzt auf die Vorlagen gehen, dann werden wir hier nicht mehr sehr viele Kategorien sehen. Ich muss gestehen, dass ich also nicht für alle Kategorien die Möglichkeit gefunden habe, die zu deaktivieren. Warum auch immer. Man müsste da nochmal nachgucken. Also ich bin da nicht weitergegangen, das reichte mir dann aus. Wenn ich dann jetzt hier auf Vorlage Hauran gehe, dann habe ich also hier, ich hatte ja eben mal diesen Quelltext für diese beiden Blockpatterns gezeigt. Und dann habe ich also einmal diesen hier, den wir eben auch erstellt haben. Und dann habe ich hier noch so einen anderen halt. Ne? Den könnte ich jetzt hier auch anfügen. Und der sieht dann halt so aus. Ne? Ja, das ist natürlich die, klar, wenn ich jetzt dieses Plugin deaktiviere, dann sind die Blockpatterns dafür natürlich auch nicht mehr da, das ist klar. Aber ich kann diese Sache da eben immer erweitern und ich habe also ein eigenes Plugin dafür, brauche nicht eben doch sehr viel umfangreicheres Plugin zu installieren wie Blockmeister oder CodeSnippets. Weil eben diese Plugins mir ja auch Dinge anbieten, die ich gar nicht brauche. Ich will ja wirklich nur Blockpatterns nutzen. Ne? Und dafür reicht ja vollkommen aus. Ja, das war das. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ah ja, dann gibt es aber noch mittlerweile, gerade bei den Blockthemes, gibt es noch eine andere Möglichkeit, auf die ich aber jetzt an der Stelle nicht großartig eingehen möchte. Also man kann also auch bei einem Blockscene ein Pattern-Verzeichnis erstellen und da die einzelnen Patterns reinkopieren. Das geht aber nur bei dem Blockscene wie 2023. Ich habe das mal, weil ich das also nicht gesehen hatte, mal bei Generate Press gemacht, also in einem klassischen Scene. Und als dann der nächste Update kam, da waren die Blockpatterns alle verschwunden. Ist ja klar, der hat also alles überschrieben. Und dann war dieser Ordner Patterns war dann also futsch. Das war ärgerlich. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt. Und man sieht hier bei Carolina Nymark, die hat also hier eine wunderbare Seite, fullsiteediting.com. Und da gibt es also, die wahrscheinlich auch vielen bekannt ist, und da gibt es also entsprechende Hinweise dazu und die kann ich also wirklich nur ans Herz legen. Die ist also wirklich auch sehr bemüht, die ganze Doku da entsprechend, also ist da eigentlich eine ganze Doku zu Full-Site-Editing und Blog-Editor, Site-Editor und Blog-Editor aber auch. Und die ist da sehr bemüht, also die auch immer auf den aktuellen Stand zu halten. Ja, komme noch zu den Vorteilen und Nachteilen. Jetzt habe ich ja hier eben diese Blockpatterns eingefügt. Was ist aber, wenn ich jetzt einen Relaunch zum Beispiel von einer Webseite mache und sage mir, das ist jetzt aber gar nicht so schön mit dem Schwarz und dem Weiß, will ich gar nicht mehr, ich will jetzt zumindest hier unten irgendeinen Grauton haben. Ja, dann hat man natürlich ein Problem. Und zwar sollen, und dann sollen auch alle Inhalte, also Blockpatterns, entsprechend angepasst werden.
Das wird momentan nicht funktionieren, meines Wissens. Ich habe die Frage auch mal, also ich bin in dem Testteam auch drin, und die Frage habe ich da auch mal gestellt. Also da scheint da noch nicht so ganz klar geworden zu sein, dass das wirklich ein Problem ist. Und ich wollte da jetzt auch mal eine GitHub-Issue dann erstellen zu dem Problem. Denn wenn ich jetzt hier eben, ich meine, ich kann natürlich jetzt hier hingehen und bei dieser Gruppe, die hier unten jetzt zu sehen, wir machen eine andere Gruppe, nehmen diese jetzt hier, kann da natürlich jetzt auch eine andere Farbe da reinpacken. Ne? Ich kann also jetzt hier hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt hier eben, was weiß ich, kein FFF haben, sondern irgendwas, weiß ich, GGGGG oder so. Geht ja gar nicht, dieser Quatsch, was ich da erzähle. Also machen wir sowas hier. 2, 4, 6, genau. Dann haben wir hier so ein Grau da drin. Ne? Also ich meine, das sieht jetzt nicht schön aus, ist auch egal. Aber nehmen wir mal an, ich wollte jetzt das eben immer so da sehen oder soll so gestaltet sein, und zwar auf allen Seiten und in allen Beiträgen, dann habe ich dann ein Problem. Ne? Also das wird nicht funktionieren. Das ist der große Nachteil. Der Vorteil ist, ich muss nicht dauernd irgendwelche Blöcke kopieren und irgendwo anders hinsetzen und so weiter. Das also ist im Prinzip wie Textbausteine, die ich da in irgendeiner Form verwenden kann, wo ich auch immer wieder irgendwas Neues dann einfügen kann. Das ist also gar kein Problem. Ja, das wäre es eigentlich von meiner Seite her. Ich würde jetzt sonst noch die... Sehe ich gerade, dass ich also die PowerPoint-Präsentation ausgemacht habe, sonst hätte ich die daraus kopiert, aber ich glaube, ich habe das hier noch drin. Dann wollte ich euch nämlich noch diese ganzen Links jetzt mal da reinsetzen. Oder ich mache nochmal die. Ja, aber an sich ist mein Vortrag damit zu Ende. Wenn jetzt noch Fragen dazu sind, gerne stellen. Dann ich kann ja inzwischen mal gucken, ob ich hier. Also eine Frage gab es von Leopold noch, und zwar, was macht das Blocksperren bzw. Gruppesperren, wollte er noch wissen. Bitte, ich habe das nicht so ganz verstanden. Also ich gucke nochmal eben. Ach so, was macht das Blocksperren? Ah ja, okay. Also, wenn ich, ich kann jetzt hier hingehen und kann sagen, ich möchte das hier sperren, dann kann ich also das hier nicht mehr entfernen, kann das nicht mehr bewegen. Also es, sagen wir mal, für Agenturen ist das eine interessante Sache. Wenn ich also zum Beispiel jetzt meinetwegen eine Webseite für einen Kunden mache und ich möchte nicht, dass er hier in diesem Block-Pattern da rumfuhrwerkt oder an der Gestaltung überhaupt rumfuhrwerkt, dann kann ich also hier irgendwelche Sachen sperren und dann kann man hier auch nicht mehr irgendwas machen. Ich kann zwar hier natürlich die Texte ändern, aber es sollte jetzt nicht möglich sein, dass ich, mal gucken, ob das geht. Das kann ich schon machen, ja, ist klar, das ist ja auch innerhalb der Sache. Aber ich glaube nicht, dass ich den, doch, das geht auch noch. Aha. Naja, kann aber, kann die Sperre nur der Administrator aufheben. Das heißt, die Firma wird ja die Berechtigung Redakteur haben, wenn die was ändern. Ja, ja, genau. Das kann natürlich sein, genau, du hast recht, Karl. Das hat damit zu tun, dass ich jetzt ja natürlich hier als Administrator drin bin und dann kann ich natürlich alles Mögliche machen, richtig. Ja, aber das heißt, wenn es gesperrt ist, kann man den Text und die Bilder ändern, aber nicht die Größe, oder man kann es nicht löschen oder verschieben. Richtig, genau, ja. Aber ist klar, ich bin jetzt hier natürlich als Administrator drin, da kann ich natürlich alles machen, richtig. Ja, gibt es sonst noch Fragen? Livia hat noch mal gefragt, ob du den Blockpattern mit Hintergrundbild könntest, wie erwähnt. Richtig, man kann natürlich, können wir mal machen. Ich gehe mal hier runter, nehmen wir mal einen Coverblock. Also am besten mache ich dann auch wieder eine Gruppe. Nimm dann jetzt hier mal ein Cover, das ist mal ein bisschen was anders. So. Nun, da auch irgendwie ein Hintergrundbild wollte sie ja haben. Müssen wir mal irgendwas nehmen, was vielleicht nicht ganz so wild ist. Zum Beispiel das hier. Dann können wir ja jetzt hier bei dem Coverblock, können wir jetzt sagen, der soll meinetwegen die gesamte Breite haben. Beziehungsweise in der Gruppe.
Gesamte Breite, so. Dann kann ich jetzt hier natürlich hingehen und könnte zum Beispiel hier auch nur einfach eine Überschrift machen. Weiß ich, was ist ein Coverblock? Ich kann aber auch hier eben hingehen und kann hier irgendwelche Spalten einfügen. Zum Beispiel sowas hier und kann dann hier meinetwegen da nochmal so ein aus der Mediathek irgendein Bild einfügen. Hier nehmen wir den Geier hier. Und hier machen wir jetzt irgendeinen Text rein. Machen wir Lorem Ipsum mal. So. Ja, es reicht. Text kopieren. Dann hier rein. Und dann kann man natürlich hier auch noch hingehen. Den Coverblock, den kann man noch den Hintergrund fixiert machen. Dann sieht man das hier so. Gucken wir uns das mal im Dings an. In der Vorschau an, oder nicht Vorschau, sondern hier. So, und da sehen wir das, sieht dann so aus. Ich hoffe, das war so, ging in die Richtung, ne, oder? Ich hoffe, das war so die Sache. Ne? Man kann das natürlich auch wiederum als Block dann irgendwie weiterverwenden oder als Block-Pattern verwenden, wenn man das häufiger einsetzt. Also das ist ja auch eine ganz schöne Sache, wenn ich zum Beispiel so einen One-Pager habe oder so, da kann man das also auch immer ganz nett draufsetzen. Ne? Mal sehen, da sind vielleicht kannst du jetzt das. Achso, ja, das war. Livia, ich weiß nicht, war das so okay? War das die Sache? Ja, das war die Sache. Das gefällt mir sehr gut. Ich hätte noch zu SEO zwei Fragen. Ja, vielleicht sollten wir das danach machen, weil ich wollte hier diese Sache mit den Blog-Pattern zu Ende führen. Gut. Aber sind jetzt gleich auch zu Ende. Wenn nicht nur weitere Fragen kommen. Okay. Ich kann mal gucken, ob ich das hier schon so reinsetzen kann. Das macht er nicht. Ja, okay. Dann würde ich jetzt sagen, dann mache ich mal meine Freigabe, beende ich jetzt mal.